Die Rohbaumwolle wird nun bei Biosustain, dem Träger der Kleinbauernkooperative, angeliefert. Deren Farmer werden über dem Weltmarktpreis bezahlt, haben eine Abnahmegarantie auf ihre Ernte und bekommen eine Bioprämie für ihre Baumwolle. Ein fairer Baumwollpreis sollte nicht nur die Grundbedürfnisse des Menschen decken, sondern auch die Kosten für die Erhaltung des Ökosystems berücksichtigen sowie geringere Ernteerträge bei unvorhersehbaren Wettereinflüssen kompensieren. Im nächsten Arbeitsschritt wird die Baumwolle in der sogenannten Cotton Gin entkernt. Das heißt, die Baumwollfasern werden von den Samenkapseln und klebrigen Samen getrennt. Anschließend wird die Baumwolle zu Ballen gepresst. Aus ihnen werden Faserproben entnommen, bevor sie auf dem kurzen Transportweg von 330 Kilometern zur Weiterverarbeitung nach Arusha gebracht werden. Es ist wirklich unglaublich zu sehen, wie viele Menschen involviert sind, bis dieser Ballen Baumwolle abfahrbereit ist für den LKW, der sich jetzt gleich in Richtung Arusha auf den Weg macht. Aktuell werden knapp 80% der tansanischen Baumwolle unverarbeitet exportiert, obwohl die Möglichkeit besteht, Garne, Stoffe und Kleidung auf lokaler Ebene zu produzieren.